Gestern waren wir im Dampfshop und eigentlich wollte ich mir einen neuen Tank zulegen. Aber ich denke mal, jeder von euch kennt das. Man geht einkaufen, uns fehlt nur ein Teil oder so. Wir kaufen alles andere außer dieses eine Teil. Von daher bin ich statt einem Tank auf die Ego IO gestoßen von Joystech. Die fiel mir so in die Hände und ich dachte, ich meine, die ist ja nicht teuer für den Preis, muss ich die einfach mitnehmen? Ja, dann werde ich euch erstmal näher was dazu erklären und dann werden wir euch gleich noch weiter zeigen, was wir sonst noch mitgebracht haben. Zeige ich euch die einmal in näher. Also die ist ganz normal mit 5 Klicks geht die an. Dann leuchtet die hier so, wie man sieht. Leuchtet auch beim Ziehen. Dann habe ich mir hier oben ein anderes Mundstück drauf gebaut. Da war ein weißes bei, aber ich fand dieses durchsichtige schöner. Dann hat man diesen Schlitz hier, das ist die Airflow, die kann man hier oben ganz normal verstellen. 2 Milliliter Tank. Und hier oben ist eine Kindersicherung drin. Das heißt, wenn man den Verdampfer wechseln muss, muss man das Ganze runterdrücken und dann drehen. Dann ist der Verdampfer dieses Mal hier von oben drin. Dann schraube ich das Ganze nochmal wieder rein. Geht hier nicht zu? Doch. Ich weiß, das ist nicht schlimm. Und wenn man den Feuertaster ein bisschen länger gedrückt hält, kommt man so gesehen ins Farbenmenü. Da kann sich hier alle möglichen Farben aussuchen. Und ich habe mich halt für das Rote entschieden, einfach den Daumen, den Finger wieder loslassen und dann springt er gleich automatisch wieder raus. Ich habe mich für das rote Licht entschieden, weil ich diese rot-weiße hier habe, wo man hier hinten dann halt den Schlitz zum Laden hat. Und ich muss sagen, also für den Preis finde ich das eigentlich ganz okay. Ich mache mir die noch mal eben an. Airflow ist verstellt. Muss sagen, dafür, dass man die nicht regeln kann und die gerade mal 20 Euro oder so kostet, finde ich die eigentlich ganz gut, so wie für Einsteiger als für Umsteiger oder einfach so für zwischendurch mal. Mit dabei in diesem Set haben wir ein Ladegerät, dann halt wie gesagt das zweite Mundstück, was man tauschen kann, und wir haben 2 Verdampfer dabei. Wenn man den einen einbaut, hat man halt noch einen zweiten Verdampfer dabei. Ja, was ich ein bisschen schade finde wirklich, ist so, dass man den Tank nicht tauschen kann. Ich meine, der ist jetzt nach TPD-Norm, 2 Milliliter Tank. Nur ich frage mich immer, was ist, wenn mir jetzt das Glas oder so drin kaputt geht? Ob ich das wirklich austauschen kann oder nicht, da bin ich ein bisschen skeptisch. Obwohl ich sagen muss, ich meine, wir haben die jetzt erst seit gestern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Einsteiger, ich meine 20 Euro, warum nicht? Dann würde ich sagen, zeigen wir euch nochmal, was wir sonst noch mitgebracht haben. Erstmal haben wir uns noch ein geiles Aroma geholt von Kaboom. Das ist Carmilk Loops. Carmilk Loops. Bonbon. Kaboom. Kaboom! Dann haben wir uns noch ein Liquid von Erste Sahne zugelegt. Ananas. Also, mein Fall ist es jetzt nicht. Wer ausprobieren will, kann es ausprobieren. Die ersten paar Züge sind echt lecker, aber danach wird das einfach, ja, nach der Zeit wieder richtig ekelhaft. Also, ich würde es nicht weiterempfehlen, aber für jeden, der probieren will, ausprobieren. Dann haben wir noch nach Nachfrage wegen Tröpfler. Wir sollten mal vom Tröpfler.
Ja, wir sollen halt den Tröpfler ein bisschen interessanter gestalten, Nee, ein komm. bisschen spezialisierter gestalten. Und von daher haben wir uns jetzt Draht gekauft. Und wir hatten einen Abonnenten, sage ich jetzt mal, der hatte mich nachher auf Facebook angeschrieben. Und er meinte, wir sollen einfach mal auf das Deck oder so einfach mal zwei, drei, vier Wicklungen packen und das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Und wir haben bis jetzt zwei Wicklungen drauf. Aber wir werden das Ganze noch probieren, ob da wir, ob wir, ich habe leider einen Sprachfehler heute, ob wir da irgendwie vier Wicklungen oder so drauf kriegen. Und dann werden wir das mit dem Testen alles durchhaben und das einigermaßen klappt, werden wir euch dazu nochmal ein extra Special-Video machen, um euch dann zu zeigen, ob das wirklich jetzt möglich ist oder nicht und wie wir das Ganze empfinden als Vor- oder Nachteil. Um diese Wicklungen zu machen, haben wir auch noch Watte gekauft. Da haben wir diese fertigen Streifen schon gekauft. Ne, das sind nicht die Das fertigen. sind die Pads. Aber ich muss sagen, die Watte schmeckt man fast gar nicht. Das ist eine geile Watte. Besser wie die Muji. Muji-Watte. Ich finde die viel besser. Die hat nicht so einen starken Eigengeschmack. Gerade beim Tröpfler habe ich das immer mit der Muji-Watte ziemlich starken Wattegeschmack gehabt. Aber damit geht's jetzt. Genau, ich war gerade am Überlegen und hier am Rumgucken, ob ich wirklich alles gesagt habe oder nicht. Ob ich irgendwas vergessen habe. Ich meine, wir können euch einmal den Tröpfler kurz zeigen, wie wir das aufgebaut haben mit den zwei Wicklungen. Aber wie gesagt, das war halt erstmal nur so ein Test, ob das wirklich klappt oder nicht. Und wir gucken, ob wir da irgendwie wirklich drei, vier Wicklungen reinkriegen, ob das Ganze läuft und wie uns das Ganze schmeckt. Das war nur mal ein kleiner Test jetzt. Das war nur mal ein kleiner Test. Ich muss sagen, geschmacklich ist er schon gut da. Nur mir gefallen die Wicklungen noch nicht so wirklich. Sind ein bisschen klein geworden. Deswegen ein bisschen ausprobieren, rumprobieren und dann, wie gesagt, kommt nochmal ein Special-Video. Nur zum Tröpfler. Ja, momentan sind wir generell viel am Rumtesten und alles Mögliche. Wie euch sicher aufgefallen ist, wir haben jetzt eine andere Kamera. Wir filmen halt aus einer anderen Perspektive, sage ich jetzt mal. Wir haben uns einen Monitor daneben gebaut. Das ist auch der Grund, weshalb ich mal leicht so nach da gucke. Ist jetzt erstes Video mit neuer Kamera, Probephase. Ja, deshalb wundert euch nicht, warum wir immer aufstehen müssen für die ganzen Sachen. Wir müssen halt noch gucken, wie wir das Ganze gezoomt kriegen, wie das Ganze mit der Detailansicht funktioniert, dass wir nicht immer aufstehen müssen, um jedes Teil in die Kamera zu halten. Weil von da, wo wir sitzen und bis da, wo die Kamera steht, der Weg ist einfach für einen normalen Abend zu lang. Und da werden wir euch auch noch ein bisschen, sag ich mal, mittesten lassen. Wir müssen uns das Ganze nochmal irgendwie anders aufbauen, sag ich jetzt mal, dass es entspannter wird und wir nicht immer hin und her laufen, so gesehen und aufstehen und hast du nicht gesehen. Und wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, wir haben auch ein neues Intro. Dazu bitte auch, gefällt es euch, gefällt es euch nicht. Einfach die Meinung kurz abgeben. Wer keine Meinung abgibt, den nehme ich einfach als positiv. Ja, wie gesagt, also ich bin eigentlich immer so der Mensch, ich höre gerne Feedback, egal ob positiv oder negativ. Ich nehme gerne Kritik an, weil mir fehlt das so ein bisschen von euch, dieses Feedback, weil ich dann nicht weiß, finden die das jetzt okay oder finden die uns komplett scheiße so. Und von daher hätte ich gerne einfach ein Feedback, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwas nicht so schön findet, bitte schreibt es einfach da drunter, weil ich kann einfach so, wenn ihr gar nichts schreibt, kann ich einfach gar nicht einschätzen, wie ihr uns findet so. Genau. Ja, das wäre es erstmal von uns. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mit den Kameraeinstellungen werden wir noch ein bisschen ausprobieren. Wird sich auf jeden Fall bessern. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.